Dieses Fahrzeug ist ein Fahrzeug, der bei der Rallye Monte Carlo 1980 von einem der Herren, bis also von Herrn Per Eklund, bewegt worden ist, mit gutem Erfolg. Der Golf selber als Rallye-Auto war natürlich nicht so klassisch, sage ich mal, aber er war auch ein sehr gutes und vor allem sehr robustes und zuverlässiges Rallye-Fahrzeug. Es ist ein 1,6 Liter Motor mit 170 PS. Er ist praktisch aufgebaut nach der damaligen Gruppe 1B. Hat ausreichende Leistung, die wir so versuchen auf die Straße zu bekommen. Ich habe das Fahrzeug vor 2 Jahren erworben. Es war aber defekt in allen Belangen. Und ja, das ist eigentlich unsere erste Ausfahrt hier. Und das Fahrzeug VW ist eh immer meine Marke gewesen und das ist für mich persönlich der schönste Golf gewesen. Das ist ein Allradfahrzeug. Der Motor ist aufgeladen mit G-Lader. Fahrzeug ca. 260 PS und geht schon voran. Macht Spaß. Von den Zuschauern her war eine sehr gute Resonanz, weil sie sagen, das Auto habe ich auch schon mal gehabt, da habe ich selber mal gefahren und das ist natürlich das Schöne, was das Auto ausmacht.